Für viele Kinder ist neben Astronaut oder Lokomotivführer Polizist ein Traumberuf. Aber für manche Gesetzeshüter, die sich den Kindheitstraum erfüllt haben, wird die Arbeit immer mehr zum Albtraum. Es gab Zeiten, da reichte schon das Erscheinen eines uniformierten Polizisten, um Störenfriede in die Flucht zu schlagen. Heute sind es immer öfter die Polizisten, die flüchten müssen. Nach Angaben des Bundeskriminalamtes sind sie zunehmend Angriffen ausgesetzt. Ausgerechnet in der deutschen Stadt, in der die Ordnungshüter am häufigsten Opfer von Gewalt werden, trafen sich heute Polizisten und Sicherheitsvertreter aus über 60 Nationen zum Europäischen Polizeikongress. Dort in Berlin begleitete unsere Kollegin Anna Kyrieleis einen Beamten durch sein Revier, sicherheitshalber ohne Uniform. André Baudach ist Polizeiobermeister in Berlin. Vergangene Nacht waren wir mit ihm nach Dienstschluss im Berliner Wedding unterwegs. Hier gibt es Ecken, wo er in Uniform nicht alleine hingehen würde, erzählt er uns. Also sie kommen da einfach recht schnell in Situationen, die unkontrollierbar werden, die dann entweder damit enden, dass sie zusammengeschlagen werden oder damit enden, dass sie irgendwann Schusswaffengebrauch haben. Die Polizei ist in solchen Gegenden grundsätzlich nur mit mehreren Kollegen im Einsatz. Dealer, Zuhälter, Jugendgangs. Jede Nacht gibt es hier viel zu tun. Auch scheinbar harmlose Fälle können schnell bedrohlich werden. Wir hatten das hier die Straße runter, ein sogenanntes Knöllchen wollten wir verteilen und auf einmal waren dann 10, 15 Leute um uns rum, die halt auch lautstark kundgetan haben, dass wir diese Maßnahme doch sein zu lassen haben, weil wir nicht unbedingt auf deutschem Hoheitsgebiet sind. Heute Abend nun ist er bei einer Demonstration der linken Szene im Dienst. Sie richtet sich gegen den Polizeikongress, der gerade in Berlin stattfindet. Alles verläuft ruhig. Aber immer wieder kommt es bei ähnlichen Einsätzen auch zu solchen Bildern. Polizisten, die mit Steinen und Flaschen attackiert werden oder sogar mit Brandsätzen. Die Gewalt gegen Polizisten nimmt zu, sagt die Gewerkschaft der Polizei und sieht die Politik am Zug. In Berlin ganz deutlich, wir brauchen hier dringend mehr Personal und wir brauchen härtere Strafen, wenn das Gegenüber gegen Polizeibeamte vorgeht. Wissenschaftler allerdings widersprechen. Strafverschärfungen würden auch nicht weiterhelfen. Generell helfen härtere Strafen nie. Das ist ein Irrglaube, dass man meint, wenn man den Strafrahmen verschärft, werden weniger Straftaten begangen. Mehr Polizei hilft hier auch nicht. Es hilft nur eine besser ausgebildete Polizei, eine besser in die Nachbarschaft, in das Gemeinwesen integrierte Polizei und eine Polizei, die mit Konflikten deeskalierend umgehen kann. Die Polizei alleine könne diese Probleme nicht lösen. Einsätze in Problemvierteln, Demonstrationen, Randale in Fußballstadien. André Baudach ist einmal sogar mit einer Eisenstange attackiert worden. Er und seine Kollegen in anderen Großstädten fühlen sich oft im Stich gelassen. André Baudach hat sich übrigens für den Einsatz in Afghanistan beworben. Da kommt es ihm auch nicht gefährlicher vor als in seinem Berliner Revier. Soweit ist es schon.